Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir, etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow, wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Lass es geschehen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Spec Ops The Line Demo. Mit krassen, witzigen Sprüchen. Mach mal ein kleines Gameplay dazu. Ist halt nur eine Demo, also erwartet Bugs, wenn okay, das mal daran, sein soll oder nicht. Das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. So. Wir spielen natürlich wieder, also ich bin jetzt natürlich Zielvorrichtung mit, checken. Mit Xbox Joypad. Rührt sich was? Unreal Engine okay. Basiert dieses Game. Good. Sieht auch in der Demo schon richtig lecker aus, das Spiel. Man kann nicht von Deckung zu Deckung hechten. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Oh, Lamborghini. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Oh, alles klar. Ich will dich fahren. Naja, wir suchen uns erstmal einen Weg nach unten. Den Schnurstracks gerade nach unten geht nicht. Also mal hier längs. Oh. Ups. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Komm, Kollege. Hey, hier ist dein Seil. Abseilen, Kollege. Dann wollen wir mal. Wee. Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also der erste Eindruck ist richtig lecker. Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Heilige Scheiße. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Hey! Ist da wer? Ist da jemand? Ah, da kann man auch schlagen auf B. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Verluste. Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, Alter Schwede. Hey, der Stab sagt, ihr seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Oh, der hat's gerade geleckt. Das ist nicht meine Schuld, sorry. Liegt ein bisschen an der Demo. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Gut, dann soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Du scheinst zu sein. Eine Evakuierung, du weißt, war ein kompletter. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Der Konvoi. Was soll das jetzt heißen? Es ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem?
Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Oh, Scheiße. Holy shit. So könnte man das auch sagen. Lecker. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Hinter uns, Alter. Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Oh. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Markov mit seinem am Reich. Bewegung, Leute! Holy shit! Das sind die Kerle! Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen! Boah, die Sonne! Gentlemen, weniger reden, mehr schießen! Einer weniger! Lade nach! So, haben sie das auch weg? Boah, schlecht ist das Spiel nicht. Das Schießen hört sich ein bisschen pupsig an. Oh, man kann jetzt zum Beispiel... Können wir das auch schaffen? Wir sind in Position. Erwarten seine Befehle. Wow. Hopp, hopp. Also Action ist da schon mit bei. Los, weiter, hinten raus. Munition ist voll, wir wechseln mal die Waffe. Hopp. Granate! In Deckung! Wo steckt der? Reklametafel da drüben. Sag Bescheid und ich schalte ihn aus. Okay, Angriffsbefehl starten. Ah, gedrückt. Erwarte Befehle, Captain. Lugo, schalt ihn aus. Ja, ah. Sir. Der ist halt Sniper. Unterwegs! Hat er gut gemacht. Oben auf dem Boss! Schalt ihn aus! Siehst du da? Ausschalten! Halt es durch! Ah, man kann auch richtig geile Befehle geben. Feind nach oben! Weich aus dem Frachtcontainer! Lade nach! Seid wachsam! Rüber zu dem Container! Ah, man kann die auch losschicken. So. Walker, die Tür! So, dann gucken wir mal. Wir gehen einfach mal an die Tür ran. Okay, mal gucken, ob wir die aufprügeln können. Oh. Alter, man kann aber auch übertreiben. Nur mal so, ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Was war denn das? Was? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Ihr Alpha Patrols werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Oh, okay. Scheiße, Marston hat's erwischt. Wir brauchen Hilfe! Lugo, Distanz! Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Ja, dann lass uns mal losrennen. Das war sie! Oh. Hinter. Schalt das MG aus! Wir müssen das MG ausschalten! Ah, doch, jetzt geht das. Ah, und jetzt kann man halt rutschen. Auf den Schuppen! 12 Uhr! Die Schweine haben Deckung! Blockiert sie! Wir sind! Oh, ein bisschen Rückschlag haben die Waffen auch. Lade nach, gib mir Deckung!
schön liegen bleiben, Bruder. Ah, was ist denn mit ihm hier los? Bam! Bam! Mal so auf beide rauftreten, einfach mal so ein bisschen Füße sauber machen. Muss ja auch mal sein. Lass uns mal weiter hier, Kollegen. Mayday, Mayday, hier Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Wäre natürlich gut, wenn wir die überleben kriegen. Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Martin ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Ich finde das cool mit dieser wackeligen Kamerabewegung immer. Da fühlt man sich immer so ein bisschen erstmal aus? Mittendrin. Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nie entdeckt. Scheiße! Gute Idee. Hatte ausgeschaltet! Feind bewegt sich! Vorsicht, ich schalte aus! Heilige Scheiße. Tango erledigt! Lugo, ich brauche Präzisionsschuss auf mein Ziel! Aus. Lugo, Feuer auf mein Ziel! Da! Die kleine Abdeckung blockiert sie! Lade das, bleib langsam! Da kommt einer mit einer Schrotflinte! Lass ihn doch kommen. Gut, den hat er. Magiges Ziel! Leg ihn auf! Wow. Ziel ist tot. Oh, wenn man A gedrückt hält, dann rutscht er immer ran. Das ist gar nicht so schlecht. Ah, da vorne beim Auto. Ab und zu fährt das Spiel auch in die Zeitlupe, habe ich gerade gemerkt. Laufen wir mal weiter vor wieder. Hops. Ah, jetzt ja, die Kamera ist natürlich besser. Gut, der ist auf jeden Fall tot. Wir haben gleich keine Muni mehr. Dann wechsle ich mal die Waffe. Der haben wir nämlich genug. Ah, na, Kollege. Vielleicht mal umbringen die Leute immer. Die können ja nicht einfach hier am Leben bleiben. Hey, hier rüber! Haltet sie aus! Unterwegs! Die sind im Flugzeug! Scheiße, die sind im Flugzeug! Die könnten überall sein! In dem Durchgang! Schussbahn nicht frei! Alter, die Popgun ist ja mal gar nicht übertrieben. Ich lade nach! Ich deck dich, beeile! Wir kommen, oh. Haltet durch! Sie haben sie getötet! Sie haben sie getötet, verdammt! Wo ist denn der? Wow. Verdammt, sie haben sie getötet! Sie haben sie getötet, verdammt! Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! Was sagt der? Ah, manchmal fährt das auch in die Zeitlupe rein. Ich glaube, immer bei dem letzten Gegner. Haben wir neue Pumpgun-Munition? Ne, haben wir nicht. Ah, okay. Nein, die haben alle erschossen. Ich töte ihn! Scheiße! Eine Geiselnahme! Ruhig, lassen Sie ihn gehen! Liegt näher, komme! Bedrohung eliminiert! Ho! Ah, ist ja nur ein, den wir gerettet haben. Schnell, sag was, Boss, er stirbt uns! Wir helfen Ihnen, halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut.
Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Munition ist in dem Spiral, haben wir gerade mal mitbekommen. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Wir suchten nach Conrad, aber wir fanden sehr viel mehr. Ein Bürgerkrieg war ausgebrochen. Die Stadt zerfleischte sich selbst. Achtung, Eilmeldung! Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet, richtig, das Ende des Waffenstillstands. Nicht nur, dass hier Leute sind, die haben sogar einen DJ. Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist. In Dubai herrschte Chaos. Schlimm genug, dass die Flüchtlinge und die 33. sich bekriegten. Die Flüchtlinge wurden auch noch von einem amerikanischen CIA-Agenten angeführt. Wo ist der Soldat? Der Kerl aus dem Flugzeug? Unten, Sir. Aber jetzt wollten beide uns töten. Oh. Ist natürlich nett, wenn alle zusammenhalten gegen einen, gegen drei. Und das war erst der Anfang. Aber hier ist auch mal das Ende. Ich sag, oh mein Gott. Trotzdem, danke fürs Zuschauen, YouTube. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön. Tschüss. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Agent Daniels, CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Herr Daniels? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Dann los geht's.